Ein Ukrainer hat eine gut erhaltene russische Überschallrakete auf einem Feld gefunden. Ein Video aus der Region Donetsk zeigt die zerbeulte Rakete. Dabei handelt es sich um einen Marschflugkörper des Typs KH-22. Warum die Rakete auf das Feld gekracht ist und nicht explodierte, ist bislang unklar. Wegen ihrer hohen Geschwindigkeit von bis zu 5600 km pro Stunde kann sie nur schwer abgefangen werden. Die über 11 Meter lange Rakete hat eine Reichweite von bis zu 550 km. Russland verwendet den Raketentyp bereits seit dem Jahr 1964.